Krieg hat einfach alles verändert. Für mich war das Mindset das Entscheidende. Stell dir mal vor, du hast keinen Plan B. Es ist einfach so, du hast keinen Plan B. Ich komme aus einem anderen Land. Ich hatte keine andere Wahl. Wenn du dein Zuhause verlässt, um halt zum Beispiel in dieses Lernzentrum zu gehen mit deinen Schülern, da sind Geschosse überall geflogen um dich herum. Da hast du die ganze Zeit Bomben gehört, die halt runterfallen und Zerstörung. Und dann hast du mit jedem Schritt eine Mini-Freude oder Mini-Zelebrierung erlebt. Unser heutiger Videogast Tarek ist aus dem Krieg geflohen, um in Deutschland ein neues Leben zu beginnen. Inzwischen hat er Deutsch gelernt, ein Maschinenbaustudium absolviert und einen Job als Account Executive gefunden. Heute erzählt uns Tarek von seinem Weg. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. Tarek, cool, dass du dabei bist. Vielen Dank dir für die Zeit. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, hallo Michael, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin Tarek, hallo liebe Zuschauer. Ich komme ursprünglich aus Syrien, bin gerade bald 28 Jahre alt. Ja, ich bin 2015 nach Deutschland gekommen mit einem großen Traum. Ich habe hier Deutsch gelernt, Maschinenbau studiert und seit 3 Jahren bin ich auf dem Arbeitsmarkt. Ich arbeite zurzeit bei der Firma Grydics. Wir beschäftigen uns mit dem Thema erneuerbaren Energien und das Management davon. Kurz zu mir noch, ich bin verheiratet, wohne in Berlin mit meinen 2 Haustieren. Zu meinen Hobbys, ich mache gerne Sport, treffe mich mit Freunden und ich bin kein Bücherwurm, sondern eher so Audible-Wurm. Ich höre sehr, sehr gerne Hörbücher. Genau, das zu mir. Ich freue mich auf das Interview. Du hast ja wirklich eine super beeindruckende Geschichte hinter dir. Woran erinnerst du dich, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst? Ich hatte eine normale, schöne Kindheit. Meine Eltern sind beide sehr fleißig gewesen. Meine Mom ist eine Ärztin, hat in verschiedenen Krankenhäusern, Top-Krankenhäusern in Aleppo in Syrien gearbeitet. Mein Vater ist Wirtschaftsprüfer, hat die Family Business geführt, in der Landwirtschaft auch. Also ich wurde mit viel Liebe erzogen. Ich hatte sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, auch als Nachzügler. Ich habe 3 Geschwister, die alle sehr älter sind als ich. Ich blicke nur mit positiven Erinnerungen. Etwas später begann ja dann auch der Krieg in Syrien 2011. Ich meine, da hat sich ja bestimmt einiges für dich auch geändert. Wie war das, mitten im Kriegsgeschehen aufzuwachsen? Wie war diese Zeit für dich? Ja, also der Krieg hat 2011 angefangen in ganz Süden. Da dachten wir, okay, das ist so weit weg von uns. Ich bin an Aleppo, also in Aleppo ist es halt relativ weit im Norden. Und dann dachten wir, das ist so weit weg von der Haustür, es kommt nicht zu uns. Und langsam, aber stetig ist das halt durch die Städte nach uns zu Norden gekommen. Und wie das halt von einem Flächenbrand erwartet, je mehr Brand du hast, desto krasser wird das sein, als er dich erwischt. Und das ist wahr, genau. Also meine Stadt wurde am härtesten davon betroffen, von dem Krieg. Wir hatten ja die Situation, ich würde behaupten, das war kein Krieg eingenehm, das war als Revolution oder so, aber am Ende hat sich herauskristallisiert, dass es war ein Mini-Proxy-Weltkrieg in unserem Land. War halt schwer, vor allem in der Zeit, wo ich 9., 10. Klasse bis zum Abi sehr viele Nächte auf LED studiert, wir hatten keinen Strom, kein Wasser, so das ganze Paket, was man vom Krieg kennt. Genau, das hat mich auf jeden Fall gestärkt, ausgehärtet und genau, man wächst halt mit seinen Problemen und Herausforderungen. Wie hat denn der Krieg deine Entscheidung verändert? Also du hattest ja auch bestimmt verschiedene Ziele nach der Schule, bist ja dann später auch in die Türkei gegangen. Wie hat sich das Kriegsgeschehen auf dein Leben ausgewirkt? Sehr gute Frage, weil Krieg hat einfach alles verändert. Meine Kindheit war, jetzt zurück zum Punkt, Kindheit war geprägt vor allem von einem Traum. Ich war besessen von der Idee, Schönheitschirurg zu werden, weil bei uns in Syrien, überspitzt gesagt, bist du entweder Arzt, Ingenieur oder eine Enttäuschung für deine Eltern. Und dementsprechend wollte ich keine Enttäuschung sein. Und Schönheitschirurg war halt mein Traum. Ich habe mich auch kurz bevor ich Syrien verlassen habe, mich für Medizin eingeschrieben. Ich war drin. Genau, das war der erste Schritt in mein Traum. Aber das war mir klar, hier wird nichts. Also vor allem nach dem Abi, ich musste auf jeden Fall das Land verlassen. Es war sehr, sehr eng. Genau, also von der Türkei, wo ich 1 Jahr gelernt, studiert habe und dann nach Deutschland. War erstmal Schönheitschirurg weg, weil Medizin ist nicht so lukrativ wie bei uns. Und dafür ist das Ingenieurwesen, oder wenn du ein Ingenieur bist, dann hast du einen Jackpot. Und genau deshalb, der Krieg hat im ersten Schritt komplett mein Leben geändert, meine Heimat verlassen.
komplett neuen Job ausgesucht, von Medizin zu Maschinenbau und vor allem in Bezug auf erneuerbare Energien ist es halt komplett andere Weg. Zwischenzeitlich, du hast es ja gerade schon angesprochen, bist du ja dann wie gesagt auch transferiert quasi in die Türkei und danach auch nach Deutschland. Wie war diese Entscheidung für dich, wirklich das Land zu verlassen? Also gerade auch im Hinblick auf Freunde und Familie, deine Freundin damals, die du ja glaube ich auch zumindest für eine gewisse Zeit erstmal verlassen musstest quasi, um in ein anderes Land zu gehen. Wie war diese Entscheidung für dich? Man wusste, hier wird nichts. Also hier hat man keine Perspektive für seine Zukunft. Und für meine Freunde erstmal, das war keine gute Nachricht, kein gutes irgendwie Geschäft. Hey, ich verlasse jetzt das Land. Das hat ihnen gar nicht gefallen. Für meine Familie war das auch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, erstmal von Syrien in die Türkei, weil ich bin erstmal allein weggegangen. Aber wie habe ich das gemacht? Du musstest einfach dein Bauchgefühl glauben und vertrauen. Und das habe ich einfach gemacht. Und man sagt immer, wo deine größte Angst lauert, dort erwartet dich die größte Chance. Und ich bin jemand, der keine Angst vor Veränderungen hat. Und genau, das habe ich gemacht. Und das hat sich herauskristallisiert als eine sehr gute Entscheidung. Kleiner Werbeblock in eigener Sache. Ich bin Michael und Gründer des Social Startups Lacmon, mit dem wir uns für weniger privilegierte Kinder und Jugendliche einsetzen und sie kostenfrei auf ihrem Weg unterstützen. Auf unseren Social Media Kanälen findest du hilfreiche Videos und inspirierende Interviews. Durch unser Mentoring-Programm kannst du dich mit coolen Leuten vernetzen und Tipps zu Schule, Studium, Beruf oder Stipendien erhalten. Und mit der Lacmon Habit Tracking App kannst du ganz einfach spielerisch positive Gewohnheiten aufbauen. Warum wir das Ganze kostenfrei anbieten? Unser ehrenamtliches Team kommt zum Großteil selbst aus benachteiligten Verhältnissen und brennt für unsere Mission, für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Schau doch mal gerne auf unserer Homepage vorbei und werde Teil der Community. Jetzt aber zurück zum Video. Ja, genau, und wenn man jetzt heute irgendwie auf deine Geschichte zurückschaut, bist du ja das Vorbild schlechthin, hast ja super schnell Deutsch gelernt, ein Studium gefunden, erfolgreich abgeschlossen, jetzt auch im Beruf. Wie gelingt eigentlich erfolgreiche Integration? Würdest du deinen Weg überhaupt als erfolgreiche Integration auch bezeichnen? Und welche Tipps würdest du jemandem mit an die Hand geben, der oder die vielleicht in einer ähnlichen Situation ist wie du damals? Also Integration, das erste Stichwort, was mir einfällt, kann man nicht erzwingen. Es ist halt nur gewollt. Egal wie viel Unterstützung du gibst, wenn jemand sich nicht integrieren will, dann kannst du erstmal nichts machen. Ja? Also erstmal Integration ist auf jeden Fall gewollt, nicht erzwungen. Und für mich war das Mindset das Entscheidende. Stell dir mal vor, du hast keinen Plan B. Es ist einfach so, du hast keinen Plan B. Integrierst du dich und kommst du rein und hast du eine Chance, deinen Traum, deine Zukunft zu verwirklichen? Oder lebst du dein ganzes Leben als Migrant mit einem gebrochenen Herzen und unkontrollierte Heimweh? Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte jemand eher sein, ein Mann auf eine Mission, die ein Ziel, mit einem Ziel. Und das hat mein Mindset komplett verändert, weil ich habe. Man sagt auch auf Arabisch, wenn du in den Krieg ziehst, dann musst du deine Schiffe verbrennen. Das heißt, kannst nicht zurück in deine Heimat. Und das war für mich so, ich habe einen harten Cut gemacht, Intensivkurs besucht für Deutsch, jeden Tag, also 5 Tage die Woche, jeden Tag 6, 7 Stunden. Dann habe ich 6, 7 Stunden das Gelernte erprobt auf der Straße. Ich habe sehr viele Interviews gemacht. Meine Wohnung hat sich irgendwie gewandelt in irgendwie ein. Mein Gehirn hat sich so abgebildet in meinem Zimmer. So viele Posters, so viele Klebzettel und so weiter. Es war halt krass, krasse Journey. Ich bin eingeschlafen mit dem Radio in meinem Ohr. Es war halt krass. Deshalb, du musst erstmal die Sprache nicht nur beherrschen, sondern meistern, weil es halt immer, wenn ich mit jemandem spreche, dann gewinne ich zuerst seinen Respekt mit der Sprache. Weil, hey, ich zeige meinen Wille, mich zu integrieren, und dafür hat jeder Respekt hier im Land. Erstmal Sprache voll beherrschen, und dann nimm halt alles mit, was dir angeboten wird. Zum Beispiel an der TU Braunschweig, wo ich Maschinenbau studiert habe, gab es halt sehr, sehr viele Integrationsprogramme wie irgendwie SOS, Studieren ohne Sprachbarriere. Es gab INTU, es gab verschiedene Programme. Ich habe die einfach alle mitgenommen.
Und daraus sind halt nicht nur Integrationsergebnisse resultiert, sondern auch echte Freunde, die ich kennengelernt habe und mich unterstützt haben in verschiedenen Sachen, auch in der Uni und außerhalb. Deshalb nimm alles mit, was du mitnehmen kannst und zeig einfach deine Motivation, weil die Leute hier, vor allem in Deutschland, fehlt halt ein bisschen so die Hoffnung. Siehst du, sie auch viele Menschen, die halt depressiv und die ganze Zeit, die jammern. Und es wird sehr geschätzt oder wertgeschätzt, wenn du jemand bist mit Motivation und Liebe, diese Lebensfreude. Und wenn du das ausstrahlst, das ist halt sehr, sehr wichtig für die gelungene Integration. Ich würde sagen, ich bin sehr, sehr gut integriert. Ich habe auch sehr, sehr viel vor, weil du musst auch das Gefühl haben, hey, du wirst aufgenommen, du wurdest aufgenommen in einem Land und du musst auch das Gefühl haben, jetzt muss ich irgendwas zurückgeben. Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist halt sehr, sehr wichtig. Immer motiviert bleiben und glauben, dass es besser wird, besser geht. Und genau wie der Albert Einstein sagt, es gibt sehr viele Wege zum Glück. Der kürzeste Weg ist aufhören zu jammern. Ja, krass, finde ich mega. Also Respekt auch, wie gesagt, nochmal an der Stelle an deinen Weg und dass du auch alles so gut durchgezogen hast, trotz auch der Sprachbarriere und natürlich dem und dem Wille, den du mitgebracht hast, um die Sprache zu lernen. Wenn wir jetzt irgendwie über das Thema Integration sprechen, ein Stichwort, was da oft natürlich auch fällt, ist Rassismus. Viele unserer Interviewgäste haben auch da einiges erlebt im Hinblick auf neue Kulturen, wenn sie in ein neues Land gekommen sind. Wie war das bei dir? War das irgendwie auf deiner Journey ein Weg, dass Leute dich vielleicht mit Vorurteilen dir begegnet sind oder dich unterschätzt haben? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Wie du schon jetzt vermuten kannst, ich bin sehr optimistisch und positiv drauf. Das ist halt, müssen wir erstmal festhalten. Ich hatte null Erfahrung mit Rassismus, wirklich. Seit 10 Jahren bin ich hier. Keine einzige Chance für Rassismus oder kein einziger Fall, wo ich Rassismus erlebt habe am eigenen Leib. Dazu muss ich sagen, erstmal, wie ist die Frage, wie definiert man Rassismus überhaupt? Ja, erstmal Menschen sind, wie sie sind. Es gibt der Blöde, es gibt der Kluge, es gibt der Tolerante, es gibt der weniger Intolerante. Und du kannst jetzt nicht sagen, dass alles, was du an negativen Erfahrungen erlebst, bezieht sich auf Rassismus. Ja? Und das ist halt sehr, sehr wichtige Sache zu verstehen, weil dann ändert sich einfach alles. Weil du nimmst nicht der irgendwie blöd gelaunter Nachbar als Rassist war. Ja, und das ist halt sehr, sehr wichtiges Mindset und Einstellungssache, die man hier aneignen will. Und am Ende des Tages, wenn man hier mit der Einstellung lebt, hey, das ist auch ehrlich, am Ende des Tages, ich bin als Gast gekommen. Und diese Gastfreundlichkeit und Gast kommt auch mit Verpflichtungen, auch, ja. Und deshalb, man muss einfach mit viel Respekt durch das Leben, man muss seine Freunden, seine Umgebung auch Distanz geben, die sie brauchen. Ich hatte auch, ja, das ist auch eine krasse Story, jetzt fällt mir ein. Ich habe ja am Sprachenzentrum gearbeitet, an der TU Braunschweig. Also ich habe Deutsch gelernt und dann habe ich da weiter gearbeitet. Und da hatte ich eine Kollegin, die ich erstmal nicht verstehen konnte. Ja, also ich bin jemand, der halt diese Nähe und gute Beziehung aufbauen will, immer, egal wann. Und das war am Anfang so ein bisschen Kulturschock. Ich wusste nicht, warum diese Person von mir sich distanzieren will. Und dann meine Reaktion war, ich habe mir noch mehr Mühe gemacht, um halt mich diese Person anzunähern. Und dann habe ich das verstanden. Hey, es gibt Leute, die einfach Distanz brauchen. Hör auf mit deinem Quatsch und dann gib jedem seine Distanz, die er braucht oder sie. Und das hat perfekt funktioniert, ja. Und deshalb muss man einfach flexibel sein und dieses Emotional Intelligence mitbringen. Und dann wirst du halt viel, viel, viel weniger Rassismus erleben. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, irgendwie dieser kulturelle Unterschied mit der Distanz zu fremden oder neuen Menschen. Gab es noch weitere Unterschiede, die dir aufgefallen sind im Unterschied zwischen der syrischen und der deutschen Kultur? Und vielleicht auch etwas, was du hier besonders schön findest oder andersherum auch wieder vermisst, wenn du an Syrien zurückdenkst? Ja, also erstmal gibt es einige Kulturunterschiede.
Zum Beispiel, was mir hier so auffällt, ist diese Motivation zur Arbeit. Immer wenn ich mit meinen Kollegen spreche, zu der Arbeitskultur zum Beispiel in anderen Ländern, Südländern, Südamerika und so weiter, ist halt, merkst du, es gibt weniger diesen Drive oder diesen Antrieb zur Arbeit. Das liebe ich hier. Also, wenn du fleißiger bist, dann wirst du halt noch mehr respektiert und du findest ja halt diese Infrastruktur und die Möglichkeit, uns zu wachsen mit deinem Fleiß und Motivation. Das finde ich halt diese Arbeitskultur sehr, sehr krass. Die Deutschen glauben, dass sie halt nicht so viel Bodenschätze haben, aber sie haben Köpfe und Hände, mit denen sie halt Wert schaffen. Und diese Mentalität feiere ich sehr. Was ich schön finde, es gibt halt sehr, sehr viel Schönes und wie hier auf meinem Glas zu lesen ist, always half full, weil egal wo du hingehst, es halt gibt's immer blöde Aspekte. Und wenn du dich jetzt immer dir sagst, hey, das finde ich blöd, das finde ich blöd, dann ich finde, dann kommst du halt in diese negative Spirale rein, kommst du nie wieder raus. Deshalb sei einfach zufrieden mit dem, was du hast. Versuch aber gleichzeitig deine Umgebung zu verbessern und nicht so einfach, hey, gib dich zufrieden und dann mach nichts dazu. Ja? Was ich vermisse eigentlich nicht so viel, weil Vermissen ist halt am Ende des Tages eine Schwäche. Und ich habe dir gesagt, ich bin niemand mit einem gebrochenen Herzen und eine unkontrollierte Heimsucht. Ich bin jemand, der sich auf das Hier und Jetzt konzentriert und auf die Zukunft. Du, das klingt mega. Und ich meine, du sprichst ja auch viel über das Thema Mindset und ne, wie du irgendwie durchs Leben denkst, welche Sicht du auf bestimmte Dinge hast. Eine Frage, die so auf dem Skript nicht steht, aber mich einfach mal interessieren würde, wie bist du zu diesem Mindset gekommen? Also gab es bestimmte Erfahrungen, die dich geprägt haben? Kommt das viel aus der Familie? Hast du bestimmte Bücher gelesen? Wie hast du dieses Mindset und diese Denkweise entwickelt, die für einige vielleicht ja auch durchaus neu ist? Weisheiten und Stärken und Geschenke kommen immer in eine Verpackung von einem Problem. Und mein Problem war ein Krieg und dass ich alleine mein Leben aufbauen musste, vom Null an. Und das ist halt mein unfair advantage. Ich komme aus einem anderen Land. Ich hatte keine andere Wahl. Und ich glaube, es für mich ist viel einfacher zu sagen, ja, fokussier dich, bleib motiviert, bleib positiv. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr viel von deiner Umgebung, Lebenssituation wird mitentschieden. Und wie ich darauf komme, ist einfach aus meinen Erfahrungen, was du erlebt hast. Zum Beispiel dieses Thema mit, ich habe dieses Thema mit Remember you will die, weil in meiner Kindheit, also es ist nicht in meiner Kindheit, sondern in der Kriegszeit, wo das am intensivsten ist, wenn du dein Zuhause verlässt, um halt zum Beispiel in dieses Lernzentrum zu gehen, mit deinen Schülern, Mitschülern über die Prüfungsklausuren auszutauschen, da sind Geschosse überall geflogen um dich herum. Da hast du die ganze Zeit Bomben gehört, die halt runterfallen und Zerstörung. Und dann hast du mit jedem Schritt eine Mini-Freude oder Mini-Zelebrierung erlebt. Ja, weil stell dir mal vor, hey, ich bin nicht gestorben. Wow, ich habe es geschafft. Heute ein neuer Tag, neuer Spirit. Ja, und es war halt diese Nähe zum Tod, das halt sehr, sehr viel auf meine Umgebung erlebt haben, gibt dir unglaubliche Stärke. Und ich glaube, wenn du das aber auch trotzdem simulieren, also du kannst es auch in deinem Kopf simulieren, hey, was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Fuck, nein. Das ist halt, weil es ist halt sehr krasses Erlebnis. Zum Beispiel, ich hatte auch sehr viele Nächte. Und das ist genau, also erstmal, remember you will die. Wenn du diese Einstellung hast, hey, dann nimmst du nicht zu viel ernst. Termin wird abgesagt, dann normalerweise regt man sich auf. Ja, reg dich ab, ist nichts passiert, du lebst noch, alles gut. Ja, dies ist halt sehr, sehr wichtig. Und das zweite ist mit der Anpassungsfähigkeit. Ja, wenn du dich stark anpassen kannst, ist eine Überlebenseigenschaft eigentlich. Das ist halt, was uns Menschen ausmacht. Dass du tagelang, wochenlang ohne Strom, ohne Wasser überlebst und mit deiner Familie die Abende verbringst, einfach auf Kerzen, einfach, dass du diese Mini-Freuden hast. Hey, ich habe die Kerzen angemacht, ich kann jetzt wieder sehen. Und dann machst du ein bisschen Musik an, dann genießt du die Zeit mit deiner Familie. Das heißt, dieses Anpassungsfähigkeit,
mit der Fähigkeit, sich mit dem Minimum zufriedenzustellen oder zufrieden zu sein, das ist halt eine Sache, die dir im Leben ja gute Zeit gibt. Zufriedener Mensch musst du sein, ansonsten bist du mit allem unzufrieden, dann hast du immer diese verlorene negative Energie. Und deshalb würde ich sagen, man muss immer positiv bleiben und aus seinen Erfahrungen, Fehlern lernen und genau, Gas geben. Mega, du, Tarek, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank dir für die Zeit und die super coolen Einblicke. Ich bin mir sicher, dass das Video vielen weiterhelfen und vor allem auch viele motivieren wird. Ja, ich freue mich sehr. Lass uns in Kontakt bleiben und ich halte dich auf dem Laufenden. Das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und ein Abo freuen uns natürlich sehr. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.